Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Nee, das war keine Begrüßung vom Alex, obwohl eigentlich schon, aber ja indirekt. Direkt kam sie von mir und damit auf jeden Fall willkommen zurück zu einer neuen Session. Session Nummer 9. Circa einen halben Monat nach der letzten Session, die folgerichtig Session Nummer 8 war, wie findige Zuschauer unter euch erkannt haben. Wir werden fortsetzen, was wir angerichtet haben. Und ich hoffe, dass wir heute nicht so viel anrichten werden, aber uns dafür umso besser schlagen. Schauen wir mal. Vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder. Man weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall auch nicht. Und was wir da für eine Überleitung spontan, wo ich aufgehört habe, werden wir mal sehen. Was Stand der Dinge ist. Ich habe keine Ahnung. Ich werde sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen kommen. Nein. Willst du nicht? Das Problem hatten wir ja schon mal. Der kaiserliche Arzt. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Anton Sokolov. Auf der... Ach, wie hieß die Brücke? Ich weiß es nicht. Genau, das war unser Speicherpunkt. Jetzt muss ich mal gucken. Das hatten wir ausgerüstet. Gibt es vielleicht neue Runen oder Knochenartefakte hier? Und was wir vielleicht auch nochmal eben machen können, fällt mir gerade ein, bevor wir denn die nächste Mission beginnen. Und zwar können wir, theoretisch gesehen hoffe ich das zumindest mal, dass wir Emily in ihrem Turm besuchen können. Sind dramatisch geschrumpft. Normale Bürger dürfen ab sofort nur noch eine halbe Dosis pro Tag erwerben. Gucken, ob ich so darauf komme. Ich habe auch meine Aufbauten hier etwas geändert. Ich habe die Maus jetzt nicht mehr auf dem Tisch stehen, wo ich die sonst immer stehen hatte zum Aufnehmen, sondern, Moment, deswegen muss ich gerade noch mal eben gucken, die unten in so einer kleinen ausfahrbaren Schublade drin, woraus ich die quasi steuere. Einfach, weil ich jetzt mit dem Sound ein wenig auch anders verfahre und damit das Klicken der Maus ein bisschen leiser ist. Nicht, dass das jetzt so extrem störend für mich war, aber man kann es ja versuchen. So, schauen wir doch mal. Ach genau, mit Lord Pendleton sollten wir reden. Das war, glaube ich, das Letzte, was uns dann Admiral Havelock erzählt hat. Ich glaube, es ist ein Admiral. Ein Admiral mit einem Hut. Oh. Ich will mich jetzt nicht umsehen. Natürlich. Wir zeigen es Ihnen später. In Ruhe. Ich frage mich, ob meine Mutter noch lebt. Ich sah, wie sie die Klinge traf, aber vielleicht hat sie überlebt und sich erholt. Wäre das möglich? Es tut mir leid, Emily. Aber sie hat nicht überlebt. Oh. Sind Sie zur Beerdigung gegangen? War es eine schöne Feier? Ein Zug von Kutschen rollte durch die Stadt. Es war wunderschön. Blumen überall. Und Tausende weinten, weil sie so vermissen. Hätte ich's doch gesehen. Tut mir leid, Liebes. Hey! Dieser Ort ist nicht so schön wie die Golden Cat, aber mir gefällt er trotzdem besser. Warum haltst du denn hier so? Das ist ja komisch. Es wird doch nachts, dann kannst du auch reinregnen und alles. Auch tagsüber natürlich, aber das ist doch doof. Ist einer möglichen neuen Königin nicht würdig. Ich habe alles vorbereitet. Stundenpläne, Tagesablauf. Wir gestalten ihr Leben hier so normal wie möglich. Wir waren hier ja auch schon mal drin. Ist, glaube ich, schon etwas länger her. Einer der vielen Erkundungstouren, die wir hier schon vollbracht haben, vollführt haben. Ich glaube, die beiden lassen wir erstmal in Ruhe und werden dann mal zu... Upsala, Hilfe. Zu Lord Pendleton gehen. Ich war gerade überlegen, wie er hieß. Pavlock? Nee. Aua. Es stört ihn auch überhaupt nicht, dass da irgendwer hinter ihm aufgekommen ist. Nein. Lieber Lord. Kleine Alliteration. Was tun? Corvo, die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder.
Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Havelock sucht nach uns. Ja, Denne. Ich könnte natürlich auch mal mehr quicksaven. Das habe ich ja, das ist generell etwas, was ich in Spielen so gut wie nie mache, weil ich da irgendwie auch nicht dran denke und ich dieses Quicksave und Quickload-System irgendwie nie wirklich verwendet habe, wenn ich irgendein Spiel spiele. Obwohl wäre bei Mensch, ärgere dich nicht vielleicht ganz lustig, egal. Anderer Aspekt, wir waren bei Piero, glaube ich schon, aber ich schaue nochmal, bevor wir wirklich losgehen. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Ja, das mache ich auch. Ah, cool. Dann gucken wir doch mal. Steckevergrößerung. Wir haben sie bis jetzt noch nicht wirklich genutzt überhaupt. Auch Maskenoptik Nummer 1, also die erste Verbesserung. Aber wir haben es ja. Man hat es ja, ne? Dann machen wir das doch. Das hier, wenn ich habe mich so ein bisschen da, beziehungsweise wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist es wohl so, wie ich mich auch letztens mal in einem Forum erkundigt habe, dass hier wirklich nur die Armbrustbolzen gemeint sind und nicht die Betäubungsbolzen. Das heißt, von den Betäubungsbolzen können wir nur maximal 10 weiterhin mitnehmen, also nicht 20 wie hier angeboten. Das bezieht sich also nur auf die Armbrustbolzen. Das könnten wir vielleicht mal machen. Das könnten wir machen. Und dann, die finden wir eigentlich alle naselang, aber ich hatte gerade so das Verlangen danach, eins zu kaufen. Ein Gesundheitselixier. Ich dachte gerade, wo ist er hin? Gut, dann gehen wir jetzt zu Anton Sokolov. Ich mach den Kahn fertig. Kratz nur noch ein paar Algen ab. Achso, okay. Gehen wir nicht, wir gehen erst zu Havelock und Martin. Oder Martin, wie er hier so schön genannt wird. Wo ist Wallace? Wallace! Sie sind befördert, wo Sie auch sind. Oberster Lakai. Mein lieber Adelsherr, hier ist er doch. In Ordnung, mein Freund. Hallo? Achso. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Wie jetzt hier? Okay. Sie haben so viel Gutes getan, dass ich kann das kaum glauben. Das ist alles. Was zur Hölle? Egal. Jedenfalls... Das hatte ich noch ein bisschen in Erinnerung, dass er auf so einer Brücke wohnt und dass das, glaube ich, auch so ein bisschen wie so ein Gewächshaus aussieht. Hier ist doch Wallace, den wollte ich ja gerade ansprechen, dann wurde ich ja schon von der Cutscene unterbrochen. Schwierige Zeiten für die Familie. Vielleicht sollten wir nicht sprechen. Ja. Ordentlich wie wir sind, schließen wir die Tür hinter uns und jetzt geht's ab zu Samuel. Füllen unsere Energie nochmal auf. Mana braucht man nicht, das beziehungsweise gerade zumindest nicht nachfüllen. Das reicht noch. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Auf zur Cordwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. D-
Die Caldwin-Brücke, der kaiserliche Arzt. Du sollst Anton Sokolov entführen, den kaiserlichen Arzt und Leiter der Akademie der Naturphilosophie. Eigentlich müsste ich das Wort kennen. Egal. Als Student jetzt so. Deine neuen Verbündeten wollen durch ihn den Namen der Geliebten des Lordregenten erfahren, eine mysteriöse Verbündete und eine seiner mächtigsten adligen Unterstützer. Sokolov lebt in einer großen Wohnung irgendwo auf der Caldwin-Brücke und die sieht eigentlich ziemlich geil aus, finde ich. So ein bisschen was von der englischen Tower Bridge. Finde ich? Hat was? Was sagen Sie dazu, Kong? Die Caldwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Mhm. Da wären wir. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corvo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Okay, das klingt nach einer optionalen Aufgabe. Aber das werden wir wahrscheinlich machen. Nee, sollen wir doch machen. Ist keine optionale. Und hier gibt es natürlich auch wieder mehrere Wege, wie mir scheint. Also man kann natürlich irgendwie vielleicht hier unten her. Das weiß ich gar nicht. Ich habe gerade schon die Kette gesehen. Südlicher Bridgeway, okay. So. Denn mit den Händen kann ich noch besser sehen, ob ich gerade schleiche oder nicht. Da wollte ich ja mehr drauf achten. Hatte ich, glaube ich, in der letzten Session erwähnt. Da hinten. Geht's her? Okay. Also wir könnten da hoch. Okay, vielleicht sollten wir auch, bevor wir uns für einen Weg entscheiden, mal Herzilein befragen. Ah, 98 Meter, 103, so. Gibt's hier auch noch irgendwas? Gibt's denn hier was zu sagen, Liebes? Ich rieche Gebein in den Seilen, Blut unter den Steinblöcken. Viele haben beim Bau dieses Gebäudes ihr Leben gelassen. Ja. Ich bin gerade am überlegen, ob man vielleicht da hinten herkommt, weil wenn wir jetzt, wir können natürlich mal hier hochgehen. Mal eben quicksaven. Ihr seht, ich habe jetzt einen neuen Trend für mich entdeckt. Ach, da. Weisen wir ihn drauf hin? Auf die Ausgangssperre? Nein, du erinnerst ihn nicht. Du schnappst ihn dir einfach und dann prügelst du ihn zu Tode. Klar? Schon gut, verstanden. Könnten vielleicht hier hinterher? Zu Tode prügeln. Guck mal. Da ist jemand drin. Unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Das laden wir dann nochmal neu. Zumal der Timer auch wieder abgelaufen ist. Oh, Hilfe. Schade, ich dachte, den könnte ich vielleicht schon, aber dann warten wir doch mal lieber ein wenig mehr ab und schauen uns die Situation, die Umgebung noch ein wenig näher an in der nächsten Folge von Dishonored. Bis dahin recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.